Hallo Freunde und willkommen zum entscheidenden finalen Video betreffs der Gewinnausschüttung meines Gewinnspiels vom 200 Abonnenten Special Gewinnspiel. Jo. Ja, wir haben ja zwei beziehungsweise einen Haupt- und drei Nebenpreise zu vergeben. Wir haben ich habe im letzten Video ja gesagt, dass bei beiden Geschichten jeweils die Gruppe, die mehr Fragen richtig beantwortet hat, mehrere Sachen zur Auswahl hat. Ich glaube, ich habe jetzt vollkommenen Schwachsinn geredet, aber egal. Also es war so, wir hatten vier Leute mit 6 Punkten, die sich jeweils ein LP wünschen durften, unter denen ich dann, ja, einen Wunsch halt auslose. Dann hatten wir die 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die alle einen Wunsch äußern durften hinsichtlich der drei Preise, die jetzt als Nebenpreise angedacht waren. Nämlich Baldur's Gate Collection, 4 Effekt 2 und Kudelka. Ja. Wir haben jetzt folgende Situation. Ich werde jetzt erstmal kurz das mit dem Nebenpreisen kurz abklären. Wir haben folgende Situation. Und zwar haben wir jeweils von den 5 Leuten hat einer, und zwar der Hakris 30, auf einen Preis verzichtet. Der Spyro war an Kudelka interessiert. Der Blaze war an der Baldur's Gate Collection interessiert. Der Slayer an 4 Effekt 2 und die Haruka Hatake auch an Baldur's Gate der Collection. So, jetzt haben alle jetzt eigentlich nicht allzu viel Interessantes geschrieben zum Thema, warum sie es gerne hätten. Ist auch schwer, weiß ich. Dementsprechend habe ich entschieden, da ja Kudelka und 4 Effekt keine Probleme geben, weil beide jeweils nur von einem gewünscht werden, nämlich von Slayer 4 Effekt und von Spyro Kudelka, ist die Sache somit klar, dass 4 Effekt 2 geht auf jeden Fall an Slayer und in diesem Fall schon mal die Bitte, ja, alle, die jetzt einen Preis erhalten, möchten sich bitte bei mir betreffs ja, des Versendens des Preises melden. Am besten per Skype. Oder wenn es nicht anders geht, per Privatnachricht, damit wir das klären können. Gut. So, also wie gesagt, Baldur's Gate. Kudelka geht an Spyro und 4 Effekt 2 geht an Slayer. Jetzt haben wir zwei Leute, die Baldur's Gate Collection gerne hätten. Und da habe ich mir jetzt einfach gedacht, das lose ich auch aus. Ganz einfach, bevor ich jetzt nochmal ein Stechen mache, wie irgendwelche weiteren Fragen ausdenke oder sonst irgendwie was. Da ich keine Webcam besitze, noch nicht, ich werde mir demnächst mal eine beschaffen, müsst ihr mir einfach, das habe ich aber glaube ich letztes Mal schon gesagt, müsst ihr mir einfach vertrauen, dass ich das jetzt hier nicht nach meinen eigenen Ermessen mache, sondern dass ich das wirklich rein, ja, nach Losverfahren geht. Und das ist auch genau jetzt, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber genau jetzt werde ich zwei Zettel hier beschreiben. So, jetzt hat da gerade mein Kugelschreiber hinfallen hören. Zwei Zettel beschreiben. Auf den einen schreibe ich jetzt hier ach, verdammt. Haruka, ja, für Haruka Hatake. Und auf den anderen schreibe ich Blaze, Blaze 09. Ist ja egal, Blaze, wir wissen alle, wer gemeint ist. So, die beiden Zettel knicke ich jetzt jeweils. Die sind von so einem Zettel-Notizblock. So ein Notizblockzettel, die knicke ich jetzt beide zweimal. Also einmal quer und einmal andersrum. So. Die beiden Zettel packe ich jetzt in meine Hände. Entschuldigung, bitte. Ich werde die jetzt einfach mal ohne
ohne hinzugucken, mal so von einer Hand in die andere. Zack, 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 zack. Ich werde mir jetzt auch nicht merken, wie oft ich das mache oder so, sodass ich hinterher nicht mehr weiß, in welcher Hand ich welchen Zettel habe. Da mache ich die ganze Zeit jetzt und konzentriere mich da gar nicht drauf, sodass ich jetzt überhaupt nichts mehr weiß und sage jetzt, zähle jetzt bis 0 runter von 10 und dann den Zettel, den ich dann in der rechten Hand habe, sagen wir mal, der wird dann der Gewinner sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt mache ich den rechten Zettel in der rechten Hand auf und dann wissen wir, wer die Baldur's Gate Collection gewonnen hat. Es ist der Blaze. Blaze 09. Ja, Haruka, tut mir leid. Aber das, ja, es war eine 50-50-Chance. Blaze, du darfst dich freuen. Auch du meldest dich bitte bei mir entsprechend wegen dem Preis. So, das dazu. So, jetzt haben wir aber noch eine andere Geschichte zu verlosen. Und zwar geht es um das Wunsch-LP. Ich habe ja ursprünglich gesagt gehabt, der Beste darf sich ein LP von mir wünschen. Dann habe ich es abgeändert in, ja, immer noch der Beste. Also erst hatte ich ja gesagt, nur wer 10 Fragen beantwortet. Das habe ich ja umgeändert, habe gesagt, der Beste, der die meisten Punkte hat. Das sind jetzt allerdings 4 Leute gewesen, die alle die besten Punkte gehabt haben. Diese 4 Leute waren ja die Solly, die Nikki von SWR3 Band, der John McLeod und der Alu bzw. der Pianist LP. So, jetzt hat jeder von denen einen Wunsch geäußert. Und zwar fangen wir mal bei Solly an. Die hat sich Silent Hill 4 gewünscht. Da werde ich jetzt Silent Hill 4 auch mal auf einen dieser Zettel schreiben. So. Dann die SWR3 Band. Die hat sich Resident Evil 4 gewünscht. Resident Evil 4, ja. Zweimal habe ich ja Resident Evil bereits gemacht. Ich werde da auch gleich noch was zu sagen. Entsprechend. So, der John, der hat sich Final Fantasy X gewünscht, ja. Final Fantasy X. Sehr großes Projekt. So, Final Fantasy X. So, und der Alu, der Pianist LP, hat gemeint, war, ich könnte doch Ultima 4 Let's Playen, weil ich das ja in meiner Erklärung der Antworten auch ganz kurz im Anfangsbildschirm gezeigt hatte. Ein sehr, sehr altes, ja, Spiel, ursprünglich auf dem PC und C64 und weiß nicht noch, auf welchem System rausgekommen. Ich habe es ja auch in meinem letzten Video erläutert. Eine sehr schöne Rollenspielreihe und Ultima 4 ist also der Wunsch von dem Pianisten. So, Ultima 4. Hier muss ich schon sagen, also wenn jetzt John sich auch noch Final Fantasy 4 gewünscht hätte, da hätten wir auf allen 4 Zetteln eine 4 stehen. Wir haben Silent Hill 4, Resident Evil 4, Ultima 4. Nur Final Fantasy ist Teil 10 und nicht 4. Lustig. Ja, so, jetzt werde ich die Zettel alle knicken. Wieder genau wie eben. So, immer schön doppelt. So, den zweiten. Ja, ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch bei den oder unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Sachen, aber ich werde jetzt nur meine Meinung zu dem, was ich jetzt gleich als Gewinner ziehe, sagen. So, also eins dieser Let's Plays wird kommen. Jetzt habe ich alle 4 Zettel geknickt. So, und das mache ich jetzt so. Moment mal, die beiden alten Zettel, die jetzt hier, die werde ich mal eben schnell entsorgen. Die von eben. Moment, nee, hier, das geht nicht. Ich überlege gerade, wo ich das jetzt mache. Gott, ach Gott, ach Gott. Ach, ich habe ja was. Ich habe hier so einen kleinen Deckel.
Warte mal, den schraube ich mal eben. Ach nee, das geht gar nicht. Egal, ich habe hier so eine riesen Spardose, wo jetzt eigentlich ein bisschen Geld drin ist. Aber da werde ich jetzt einfach mal die Zettel rein noch mit dazu schmeißen. Das Ganze zudrehen. So. Und jetzt noch so ein bisschen schütteln. Jetzt mischen sich die Zettel mit den Geld, aber das ist egal. So, jetzt werde ich da mal reingreifen, ohne. Ich muss erstmal die wieder aufmachen. Ah, verdammt. Bitte geh auf. So. Jetzt greife ich da mal ohne hinzugucken rein, fummel noch so ein bisschen rum. Jetzt habe ich nur zwei Zettel hier. Wo sind denn die anderen Zettel? Sind die jetzt mitten da drin oder was? Hallo? Das finde ich ja jetzt mysteriös. Ach, da ist noch einer. Ja, ich sehe schon, das ist noch einer. Moment mal, wo ist denn der vierte Zettel? Das war vielleicht keine so gute Idee. Eins, zwei, drei. Einer ist irgendwie flöten gegangen. Ist denn der vierte jetzt? Bin ich denn bescheuert? Ja, so ist da vielleicht doch keine so gute Idee. Ich nehme die nochmal eben raus. Ich weiß da jetzt wirklich nicht mehr, welcher war ich. Also ganz unten ist der vierte gelandet. Ach, Mensch. So, jetzt schmeiße ich die nochmal von oben rein. Ich habe jetzt wirklich nichts gesehen oder so, weil das scheint da auch nicht durch. Ich mache jetzt nochmal hier. Jetzt greife ich da nochmal rein. So, jetzt habe ich hier alle vier Zettel. Wühle ein bisschen nochmal rum. Und greife mir jetzt irgendeinen. So, den ziehe ich jetzt raus. So, beiseite stellen. Und jetzt, Leute, werden wir sehen, welches LP gewonnen hat. Ich werde den Zettel jetzt öffnen. Und der Gewinner ist... Final Fantasy X. Ich fass es nicht. Ja, Leute. Nein, das war jetzt wirklich vollkommener Zufall. Nicht, dass er sagt, ich werde hier den John bevorzugen oder so. Nee. Also, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Final Fantasy X, ich habe Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht vor dem Spiel selber, weil ich habe ja Teil 7 bis 9 auch schon gemacht. Privat allerdings, nicht als Let's Play. Und das ist immer ein bisschen was anderes. Aber ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich hätte mich jetzt auch bei jedem anderen gefreut. Ganz ehrlich. Weil es alles auch Spiele sind, ja, die ich eben... Also bis auf Final Fantasy X ist eigentlich das einzige... Nee, man stimmt gar nicht. Silent Hill 4 hätte ich auch nicht gekannt, aber Resident Evil 4 und Ultima 4, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Final Fantasy X. Vielleicht hätte ich es sogar tatsächlich irgendwann mal gemacht. Hatte ich schon mal überlegt. Aber noch so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil es eben ein sehr großes Mammutprojekt ist und es wäre halt auch noch, beziehungsweise wäre es, ist natürlich absolut Blindena auch. Wie gesagt, ich habe nur 7, 8 und 9 bisher gespielt. Und ja, von daher gut, aber jetzt zum Thema, wann es denn kommen wird. Es ist tatsächlich so, bei diesem Wunsch wird es noch ein bisschen am längsten dauern, bis er kommen wird. Um ganz genau zu sagen, da das Spiel natürlich auf jeden Fall ein Hauptprojekt werden muss, das dann auch sehr oft kommt, weil es sonst einfach sich zu lange hinzieht, müssen wir damit warten, bis mein derzeitiges Hauptprojekt beendet ist. Und das ist ja Skies of Arcadia. Damit kann ich hier mit aber auch offiziell ankündigen, dass nach Skies of Arcadia hiermit offiziell angekündigt Final Fantasy X als Let's Play kommen wird. Ja, Leute, das war die Ziehung der Gewinne und ich sag mal so, ich bin nicht überrascht, aber ja, wie gesagt, das war jetzt wirklich alles rein losmäßig und ja, was soll ich noch sagen?
Es hat mir Spaß gemacht, dieses Gewinnspiel mit euch zu machen. Nächstes Mal werde ich es mir vielleicht doch mal nochmal, wie gesagt, so anders machen, dass es nicht ganz so, ja, dass wir hinterher nicht ganz so viel losen müssen, dass es etwas eindeutiger ausfällt bereits im Vorfeld. Sollte ich denn nochmal irgendwann sowas machen? Aber auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Losen. Das ist ja auch eine lustige Sache eigentlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Gut. Ja, ihr wisst alle Bescheid. Die Leute, die einen Gewinn von mir zugeschickt bekommen, melden sich bitte mal mir zwecks Ablauf des Ganzen. Und ja, das war das letzte Video zum Thema Gewinnspiel, Freunde. Ich verabschiede mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Dreambird.